Hi, hier Dr. Bauer mit dem Carbolution Vlog, Themen aus dem Carbolution Kosmos und rund um Forschungschemikalien. Heute würde ich euch gern was erzählen zum Thema Verpackungsmaterialien. Unsere Pakete und Päckchen sind auf dem Versandweg enormen Belastungen ausgesetzt. Man muss sich nur mal anschauen, wie moderne Paketsortieranlagen funktionieren. Da werden die Pakete hin und her geschossen. Die meisten unserer Produkte kommen in Glasfläschchen und müssen deshalb sicher verpackt und ausgepolstert sein, um diese Strapazen zu überstehen. Handelt es sich darüber hinaus noch um Gefahrgut, sind zusätzliche strenge Vorschriften zu beachten, zum Beispiel die Verwendung von Zwischenverpackungen oder von Aufsaugmaterial. Verpackungsmaterial kostet viel Geld und macht viel Müll. Deshalb setzt Carbolution hier voll auf Recycling. Füllmaterial aus eingehenden Sendungen wird gesammelt und wiederverwendet, egal ob es sich um Styroporchips, um zerschnittene Styroporverpackungen oder um Packpapier handelt. Sogar die Papierschnipsel aus unserem Aktenvernichter verwenden wir zum Auspolstern unserer Sendungen. Erst wenn all dieses Material aufgebraucht ist, verwenden wir frisches Verpackungsmaterial. Und dazu verwenden wir umweltschonendes Packpapier. Zusätzlich zu dieser Auspolsterung im Päckchen schützen wir unsere Glasflaschen durch Luftpolsterfolienbeutel, um zum Beispiel zu verhindern, dass zwei Fläschchen in derselben Sendung durch Aneinanderstoßen beschädigt werden. Flüssigkeiten werden zusätzlich dazu in einem Kunststoffbeutel verpackt, um im Schadensfall das Austreten von Flüssigkeit aus dem Paket zu verhindern. Unsere PE-Gebinde für Feststoffe sind in der Regel auch nochmal im Beutel verpackt, um sie vor Verschmutzung durch das Füllmaterial zu schützen. Und so versuchen wir, Kosten und Müll zu vermeiden, ein bisschen umweltschonend zu sein und die Produkte trotzdem sicher und sauber zu euch zu kriegen. Und damit sage ich Ciao, man sieht sich und viva la Carbolution.